Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Wir haben in der letzten Folge diese schöne Jalapeno bekommen, die wir auch gleich mal einsetzen und benutzen wollen. Oh, hier gibt es jetzt auch so einen schönen Frostinator. Der macht unser Feld hier schön ein bisschen kalt, dass da auch Bobcars lang eisen können. Da haben wir nicht so das Bedürfnis für, dass das so sein möchte. Deswegen nehmen wir unsere Jalapeno und zeigen dem, was abgeht, wenn er denn meint, hier irgendwie lang zu eisen. Das werden wir dem schon austreiben. Da haben wir nämlich gar keine Lust zu, dass er das macht. Tja, der Standardbeginn ist langsam klar. Wir pflanzen immer diese Sonnenblumen. Sehen natürlich gleich dann wieder, dass so ein Zombie meint, oh, ich habe viel Spaß, ich gebe Gas. Die meinen nämlich dann gleich immer früher jetzt hier schon mal aufzutauchen und uns das Leben zu versüßen mit ihrer Anwesenheit. So, jetzt versüße ich dir dein Leben mit Erbsen. Tja, wir müssen mal wieder ein bisschen reden, habe ich mir sagen lassen. Deswegen machen wir das. Wir reden jetzt nämlich über Spiele. Welche Spiele findet ihr persönlich besser? Seid ihr eher so der Retro-Fan oder findet ihr diese neuen tollen Spiele, die ja auch grafisch mehr zu bieten haben als die Spiele früher, besser? Seid ihr eher ein Indie-Game-Fan oder seid ihr eher nur für, wie soll man sagen, Unternehmen, die halt schon seit Jahren Bestand haben und wo man weiß, beziehungsweise wo man sich denkt, wenn man von denen etwas erwirbt, dann ist man sich auch sicher, das ist ein gutes Spiel, beziehungsweise dieses Spiel bringt das, was es verspricht für das Geld, nämlich Spaß, Spannung und Spiel, wie die Ü-Eier damals. Spaß, Spannung und Spiel und was zu naschen. Besser als jedes Game. Nee, Spaß beiseite. Also ich persönlich bin ja der Meinung, es gab viele gute Klassiker. Warum setze ich die Walnuss da jetzt so dämlich hin? Ah, wer weiß. Wer weiß, was dem Evans wieder schadet hier heute. Ich kann es euch nicht sagen. Der hat schon wieder irgendwie bautechnische Probleme. Aber da müssen wir drüber hinwegsehen. Das wird sich alles noch ändern. So, wir waren ja bei den Spielen, genau. Also ich bin ja der Meinung, es gibt auch viele Klassiker, wenn man das denn so nennen möchte, die zeitlos sind, die man immer wieder spielen kann, beziehungsweise die ja so gut waren, dass es davon etliche Remakes, Neuauflagen und neue Versionen gab, dass man eigentlich schon daran sieht, das war ein gutes Spiel, beziehungsweise dieses Spiel hatte Format. Und auch wenn es ja heutzutage grafisch wesentlich besser hergeht und wesentlich mehr für die Augen zu bieten ist, bin ich doch der Meinung, dass halt Grafik nicht alles sein muss im Leben, weil ich kann das grafisch beste Spiel spielen, wenn da die Story bzw. der Spielspaß vollends ausbleibt, dann bringt mir das persönlich rein gar nichts. Also dann habe ich nichts davon. Dann kann ich mich da zwar dran freuen, oh, das Spiel hat hier die Mega-Grafik und super bewertet von allem Möglichen. Aber wenn da nichts kommt, wenn da einfach, ach, was weiß ich, wenn ich da zu sehen wäre, wie ich mir die ganze Zeit in der Nase rumpopel und das wäre hier bestes HDMI oder was es da noch tolles Neues gibt. 3D, superklasse, ich glaube, das wird kein Mensch spielen. Also das wäre jetzt nicht der Knaller, wo die Leute sagen würden, oh ja, ich muss sehen, wie der Evans sich in der Nase popelt. Das ist der Hit. Das glaube ich, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren, dass das eben nicht so ist. Und deswegen, also Spielspaß steht für mich mit an oberster Stelle. Oh, da kommt jetzt schon so einer, der meint hier, was zu vereisen, nix ist. Und tschüss, da habt ihr gesehen, wie die Pepperoni oder Jalapeno funktioniert.
Da gibt's, die ist richtig gnatschig, da gibt's dann einmal einen richtig schönen Feuerstoß in die Seite und dann hat sich das Thema gegessen. So einfach geht das. So, wir müssen mal hier ein bisschen aufrüsten. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. So, jetzt haben wir nämlich hier auch unsere Poolreiniger an der linken Seite. Die hatten wir vorher gar nicht. Ein Glück, dass da niemals jemand durchgerannt ist und ich dann in der Hoffnung war, oh, der Poolreiniger wird das ja noch bringen. Der wird uns ja beschützen. Das wäre ja ziemlich in die Hose gegangen, denn. Na, ist ja zum Glück nicht so weit gekommen. So, hier haben wir das schon mal aufgebessert. Da sind auch überall Zweierschuss. Doch, da kann auch einer hin. Da kann auch einer hin. Dann machen wir dann noch die Walnuss vor. Super. Alles gut. Alles bestens. Besser war es nie. So. Ja. Wir waren beim Thema Spiele. Ich schweife immer so ab, weil ich dann doch mal einen Moment gucken muss, dass das alles hier einigermaßen so funktioniert, wie ich mir das denn denke. Aber sieht ja gut aus. Ja, wie seht ihr das? Seid ihr eher denn doch die Person, die denn meint, es kann schon eine Packung mehr Grafik sein, mir denn egal, wie das Spiel ist? Glaube ich zwar eher nicht, denn wenn es so ist, natürlich, jeder hat seinen eigenen Geschmack, gar keine Frage. Jeder kann das ja auch für sich selber entscheiden, aber mich persönlich würde es halt gerne mal interessieren. Und deswegen spreche ich das hier jetzt auch an. Mich würde es interessieren, worauf achtet ihr bei einem Spiel? Ist es doch der Spielspaß? Ist es doch die Grafik? Ist es was völlig anderes? Ist es Innovativität? Was darf es für euch sein? Wo muss das Spiel punkten? Wo muss das Spiel zeigen, ich bin besser als andere oder ich bringe mehr als andere Spiele. Das ist so jetzt mal meine Frage an euch. Da würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt und euch darüber ein bisschen auslasst und wir darüber ein bisschen diskutieren können. Das, ja, da hätte ich richtig Lust drauf. So, wir haben jetzt so einen schönen Stachelhaufen, was auch immer das jetzt für eine Pflanze sein soll, das kann ich nicht so richtig interpretieren. Da steht Spikeweed, also wahrscheinlich wird das irgend so ein Stachelgras oder so sein. Könnt ihr mich gerne berichtigen, wenn das total die quatschige Übersetzung ist. So, und dieses Stachelgras, nenne ich es jetzt mal einfach, das verletzt die Zombies halt, wenn sie rauftreten. Das macht den Aua. So, wir nehmen eine ähnliche Konstellation wie schon immer und wie vorher. So. Und dann brauchen wir noch Nüsse. Genau, Nüsse brauchen wir zuhauf. Wer Nüsse hat, hat Nüsse. Ja, ja, so ist das mit den Nüssen. Na, die kosten 100 und die machen den Zombies dann noch extra Schaden, wenn sie denn da drüber latschen. Ich glaube, die machen auch diese Eismaschinen kaputt, wenn die dann lang genug da drüber rollen würden. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig mehr sicher. Kann ich also nicht hundertprozentig sagen. Wenn ihr es wisst, schreibt es wie immer in die Kommentare. Belehrt mich eines Besseren, wenn ich totalen Müll erzähle. Und sagt es mir. Aber wie gesagt, hauptsächlich das Thema dieses Mal sind halt Spiele. Welche Spiele mögt ihr? Welche Spiele erwartet ihr zum Beispiel demnächst? Also, ich freue mich ja persönlich auf dieses neue Pikmin. Ich will jetzt ja nichts vorhergreifen oder auch nicht sagen, es kann natürlich auch sein, dass wenn diese Folge jetzt schon läuft, dass das dann schon lange draußen ist. Das mag natürlich jetzt auch nicht so der grafische Knaller sein. Früher war es jedenfalls nicht so. Das ist ja ursprünglich, glaube ich, für den GameCube erschienen, welchen ich ja auch selber besitze. Und ja, das ist jetzt auch nicht so die grafische Oberbombe, aber halt, was die Innovativität betrifft, finde ich, ist es schon ein ganz, ganz nettes Spiel. Da haben sich die Leute schon ein bisschen was einfallen lassen, die das produziert und entwickelt haben. Das fand ich dann nicht so schlecht. Wenn das dann rauskommt, wäre ich auch gewillt, mir das mal anzuschauen auf jeden Fall, wie das denn so ist, das Ganze. Und ob das denn noch den Sachen bzw. so ist, wie ich es denn in Erinnerung habe.
Weil leider ist das ja manchmal so bei den Spielen, da ist der erste Teil top und der zweite Teil, ich will nicht sagen flop, aber es wird dann manchmal einfach versucht, zu viele Neuerungen reinzubringen. Es wird versucht, oh, wir müssen jetzt das und das noch besser machen und das war jetzt vielleicht nicht so toll vorher, aber manchmal ist es einfach zu viel, finde ich. Manchmal sollte man sich vielleicht ein bisschen mehr an die Grundzüge halten. Weniger ist halt manchmal mehr. Und wie gesagt, manchmal reicht es auch aus, einfach ein bisschen eine Veränderung an dem Grundsystem vorzunehmen, aber nicht halt das Gesamtsystem zu überarbeiten. Das muss nicht immer der richtige Weg sein. Da muss man nicht immer mit Gewinne scheffeln. Das glaube ich nämlich ist nicht immer der Fall. Wenn ihr da der anderer Meinung seid, wenn ihr meint, doch, ich kenne ja das Ursprungsspiel, mir ist ja bekannt, wie das ging, jetzt nochmal genau dasselbe, nur mit anderen Leveln, sag ich jetzt mal, zu spielen, ist mir jetzt nicht so, könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Wir können darüber über alles gerne diskutieren. Ich lese mir die Kommentare auch immer persönlich durch und schaue dann mal, was ich davon der ganzen Sache halte, was ihr mir denn so schreibt. Und gebt natürlich auch gerne Kommentare zurück, beziehungsweise freue mich über jeden Kommentar, freue mich über jeden, der zuschaut. Ich bin da sehr erfreut, wenn es Leuten denn gefällt. Wurde mir ja auch schon geschrieben in einem Kommentar, habe ich mich sehr drüber gefreut. Also für mich ist das größte Lob, wenn mir jemand denn schreibt, ja, ich finde das super, was du machst, würde ich gerne weitersehen. Das finde ich ist echt ein Riesenlob für mich. Oh Mann, habe ich jetzt Mist gebaut? Nee, noch nicht ganz. Ist aber ganz knapp. Ganz knapp durchsbuddelt eben. Oh, jetzt habe ich hier die ganze Zeit erzählt und jetzt passiert das. Das ist nicht gut. So, jetzt mach den mal weg da bitte. Dankeschön. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier umdekorieren. Bisschen mehr bauen und so. So, den noch dahin. Oh, wir müssen auch hier oben die Flanke ein bisschen ausbauen. Das ist ja noch gar nichts. Da kommt ja nichts. Nix kommt da. So, den jetzt dahin. So, dann hier noch einen. Tja, da habe ich mich jetzt eben völlig verplappert bei dem Ganzen. Und nicht wirklich das Ausbauen hier beachtet. Das war nicht so klug. Da hätte ich ein bisschen mehr. Sollte ich mir ein bisschen mehr ans Herz legen, dass ich denn doch ein bisschen aufpasse. Wir wollen ja nicht doch, dass das mal hier so weit kommt, dass wir denn mal eben weg sind. Das ist nicht das Ziel. So, und hinter den, genau. Super. So, ein paar mehr Sonnenenergie könnte ich dann doch brauchen. Na, wie ist das? Doch, der geht kaputt. Na, nicht ganz. Der geht kaputt. Gut, hätten wir das jetzt auch herausgefunden. Der Eiswagen geht doch kaputt, wenn er da drüber fährt. Alles klar. Gut zu wissen. So, wir haben jetzt eigentlich langsam genug Abschussgerätschaften hier. Das sollte eigentlich vollkommen ausreichend sein für die Horden, die wir hier haben. So. Ja doch, der macht den wieder kaputt an der Stelle. Ja, das Doof ist bloß, wenn dieser Eiswagen hier rüber fährt, hat das halt den unschönen Nachteil, dass dann auch unser Stachelgras das Jenseits ins Jenseits eingeht. Oh, jetzt fährt er da die ganze Zeit rüber, oder was? Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Oh, jetzt hier von überall fährt er dagegen. Das ist auch ein Held. Super, danke. Sonnenenergie, bitte. Bitte ein wenig mehr Sonne. Jo, super. Es klappt ja doch noch. Es klappt ja doch noch. Nicht zu viel gelabert. Wir haben noch alles. Alles ist noch im grünen Bereich. Dachte schon, ich hätte jetzt hier irgendwie
totalen Mist gebaut, aber nee, doch nicht. Alles noch schaffbar. Alles noch okay. Gut. Dann geht das ja doch noch. Wir können aber noch eine Walnuss. Genau. So ungefähr. So, dann können wir hier noch ein bisschen den Pool versüßen. Noch ein bisschen das Geld sammeln. Und noch ein bisschen Stachelgras hin. Eine Welle haben wir ja noch vor uns. Dann schauen wir mal, was jetzt hier noch auf uns zukommt. Was hier jetzt noch meint, dass es hier... So. Ja, danke. Gleich mal bei der vorne spawnen. So ist gut. Ja, aber das dürfte alles gehen. Sieht schlimmer aus, als es ist. Da habe ich noch vollstes Vertrauen zu meinen Pflänzchen. Das geht alles. Ja, wie gesagt, schreibt bitte und gerne in die Kommentare. So. So. Mist. Nicht Mist in die Kommentare schreiben. Nee, welche Spiele ihr persönlich mögt, was ihr gerne euch holen würdet oder wie auch immer. So, damit wäre leider schon wieder dieser Part von Let's Play Plants vs. Zombies zu Ende. Wir kriegen hier so einen schönen brennenden Stumpf. Der sieht auch sehr erfreut aus. So, und der hat den Effekt, wenn da jetzt diese Kugeln reinfliegen, dann kriegen die Feuerschaden dazu und das macht dann extra Damage. Das ist natürlich super. Den werden wir auch ein bisschen hinbauen. Das erhöht den Schaden um einen, glaube ich. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. Man sieht sich. Ciao, euer Evans. Ciao.